Schönen guten Abend zum heutigen Vortrag von Florian Nagler. Also so mit so vielen Leuten habe ich nicht gerechnet. Das ist fast Stefan Sagmeister-Niveau. Ja, dann freut es mich, dass ihr alle da seid und freut mich, dass der Florian Nagler hier ist. Er war heuer schon im Sommer, im Juli, für 2,5 Tage, eigentlich 3 Tage, hier in Tirol, weil er mit Armando Runelli und der Sonja Gasparin in der Landespreisjury war und die Verantwortung für die Entscheidung mitgetragen hat. Vielleicht kurz zum Florian. Er hat zuerst einmal Zimmerei, Handwerk gelernt, dann Architektur studiert und danach 96 in Stuttgart zuerst das Büro gegründet und dann seit 99 hat er das Büro in München. Er ist Professor auf der TU in München und hat seit 10 Jahren diesen Schwerpunkt einfach bauen. Und das ist auch das heutige Thema. Und ich danke mal fürs Kommen dir. Und falls jemand Fragen hat, wie die Entscheidung der Jury zustande gekommen ist, kann man mit ihm auch danach reden. Aber hauptsächlich geht es natürlich um das Thema des heutigen Tages. Ja, ich tue umstecken. Okay. Ja, danke für die Einladung und danke für die Einführung. Das Thema einfach bauen beschäftigt mich schon ziemlich lang und der Arno hat es gerade gesagt, ich bin ja gelernter Zimmerer und ich fange deswegen an mit meinem allerersten Haus, das ich entworfen und gebaut habe. Entworfen ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, das ist nämlich eine Scheune, die habe ich gebaut, als ich schon studiert habe und nachdem ich Zimmerer gelernt habe, habe ich immer die Gelegenheit genutzt in den Semesterferien. Das funktioniert jetzt noch nicht. Wo muss ich hinschalten, damit es geht? Rechts. Ja, das mache ich. Also ist das ausgeschalten? Ach du, ich hab's. Okay, alles klar. Ja, Technik. Also, habe die Ferien immer genutzt, um für die Bauern in der Umgebung Scheunen zu bauen, um mal Geld zu verdienen. Und das ist die erste Scheune, die ich damals gebaut habe. Und ich sage es deswegen, weil das ein schönes Beispiel dafür ist, was wir halt Kreislauf, Wirtschaft, Recycling und so weiter nennen. Nachhaltig natürlich auch. Aber eigentlich war das damals die ganz einfache Aufgabenstellung von meinem Bauherrn, das war ein Bauer. Und der hat gesagt, ich habe da noch einen alten Däner, den haben wir vor 20 Jahren abgebrochen, das war von einem 300 Jahre alten Bauernhaus, das habe ich eingelagert, das Holz, und mach bitte die Scheune aus dem alten Holz. Und da bin ich hingegangen, habe das aufgemessen und habe dann mit den vorhandenen Hölzern die Scheune gebaut. Also eigentlich was, was total selbstverständlich ist, was man halt früher sparsam genannt hat und was man halt nachhaltig nennt. Das Einfachbauen hat so eine kleine Vorgeschichte und deswegen nehme ich Sie jetzt mal mit auf eine Reise nach Patagonien. Das ist ein Freund von mir, der ist Künstler, Peter Lang heißt er, ist ein Landschaftsmaler, ich weiß nicht, ob Sie es erkennen, das ist eine Landschaft auf dem Bild. Und der hatte die Idee, dass wir für ihn einen Reisecontainer entwerfen und bauen, mit dem er überall auf der Welt Bilder malen kann und dafür ein halbes Jahr ins Outback fahren kann. Und dann haben wir vorher überlegt, was braucht er denn da, wenn er jetzt zum Beispiel die erste Reise nach Patagonien macht. Und dann haben wir gesagt, also er kriegt nur das, was sozusagen gerade so das absolute Existenzminimum abdeckt. Und dann haben wir eben einen Reisecontainer, so einen 20-Fuß-Container entworfen, ausgebaut. Da ist dann ein großes Bilderlager drin, 300 Quadratmeter Leinwand hat er mitgenommen, ein 60 Quadratmeter großes Atelier wollte er haben. Wir haben alles so entworfen, dass die Bauteile so sind, dass sie zum Schluss auch eine Person auf- und abbauen können. Und die erste Reise war eben Patagonien, da gibt es so einen kleinen Vorratsschrank, da ist ein Alkoven, da sind 2 Betten drin, links ist eine Küche. Und so sah das dann aus, als das vor Ort aufgebaut war. Und so stand es im Hintergrund, die Anden, war schon weit ab vom Schuss. Und da sieht man so ein bisschen was von der Ausstattung. Es gab einen einfachen Holzofen, mit dem hat er heizen können, kochen können. Dann haben wir das Wasser aus dem Dach gesammelt und haben so eine kleine Zisterne befüllt. Damit hat er eine Campingdusche betrieben, eine Komposttoilette hat er gehabt. Und hat da ein halbes Jahr gemalt. Da sieht man das Bilderlager, die 300 Quadratmeter Leinwand, haben allein schon ein Drittel von dem Container in Anspruch genommen. Und dann kam er zurück und
von der tollen Landschaft inspiriert, hat er solche Bilder gemalt. Und dann haben wir uns unterhalten, wie hat es denn funktioniert, hat das alles geklappt? Und er hat gesagt, ja, es hat eigentlich alles wunderbar geklappt. Nur in einem haben wir uns total getäuscht. Also was wir meinen, was das absolute Existenzminimum ist, unterscheidet sich schon deutlich von dem, womit viele andere Leute auf der Welt zurechtkommen müssen. Ich habe im Umkreis von Quadratkilometern die luxuriöseste Herberge gehabt. Und das hat mir schon richtig zu denken. Der Satz hat mich total getroffen, weil mir erzeugt hat, dass wir das sind mit unserem mitteleuropäischen, nordamerikanischen Lebensstil, die einen Großteil der Ressourcen dieser Welt verschwenden. Und da müssen wir dringend drüber nachdenken. Und dann haben wir mit dem gleichen Bauherrn die Gelegenheit gehabt, für den nochmal zu bauen und haben für ihn ein Atelier gebaut mit einem Bilderlager und einer Werkstatt in Gleißenberg, kurz vor der tschechischen Grenze. Das war eine kleine Ortschaft und haben dann im Dorfzusammenhang dieses Atelier gebaut, ein relativ großes Haus mit relativ kleinen Nachbarn außenrum und haben uns dann überlegt, wie wir das bauen können und ob wir da vielleicht nicht auf ein paar Ansprüche, die wir sonst immer haben, verzichten können. Und mit so einem Bauherrn wie dem Peter Lang geht das eigentlich auch ganz gut. Die Halle ist oder das Haus ist aufgebaut in drei einzelne Hallen, einmal Bilderlager, einmal Malhalle und einmal Werkstatt. Und durch diese leicht versetzte Anordnung fügt sich trotzdem eigentlich, obwohl es ziemlich groß ist, sehr gut in den Kontext ein. Und was wir gemacht haben, ist eine wirklich einfache Konstruktion, einschaliges Mauerwerk, innen geschlemmt, außen verputzt und die Technik, es gibt eigentlich gar keine Technik, auch im Bilderlager nicht, das ist völlig unbeheizter Raum, wie eine alte Kirche sozusagen, schwingt so im Klima des Jahres mit und trotzdem kann man da wunderbar Bilder drin lagern, also kein Vergleich zu dem, was man ansonsten an Anforderungen bei Museums, Depots und so weiter hat. Und auch die Werkhalle ist sehr einfach ausgestattet, Bodenplatte liegt drin mit einer Bauteilaktivierung und da kann man die Halle im Notfall auf 16 Grad erwärmen und wenn es einem dann zu kalt ist, zieht dann zwar ein Pullover an oder heizt diesen Holzofen ein und das war's dann. Das Bilderlager ist ganz archaisch, das ist eigentlich ein Rohbau, aus der Dachkonstruktion entwickelt, ein großes Regalsystem und da stehen dann seine Bilder, die er nicht verkauft, drin. Und da fand ich, waren wir eigentlich schon ganz gut unterwegs auf dem Weg, wie es auch einfacher geht und vielleicht auch mit ein bisschen reduzierten Ansprüchen und haben aber dann ziemlich gleichzeitig ein Projekt gebaut, gemeinsam mit Hermann Kaufmann für den Landkreis Augsburg, das Schmuttertal-Gymnasium und da hat der Bauherr die Latte erstmal ziemlich hoch gelegt und hat gesagt, das muss eine Plus-Energieschule sein, es muss auf jeden Fall ein kompletter Holzbau sein und es muss ein modernes pädagogisches Konzept umgesetzt werden und das haben wir geschafft, wir haben das gebaut und es ist eigentlich eine schöne Schule geworden, das ist jetzt ein Blick in den Marktplatz, nennen wir das von Q11-12, da können die selbstbestimmt lernen, im Hintergrund sieht man einen Lehrerstützpunkt, es ist eigentlich ein sehr schöner Holzbau, auch ein einfach konstruierter Holzbau. Aber diese Plus-Energieschule ist erkauft mit einem gigantischen Einsatz von Technik. Was man da sieht, ist die Lüftungsanlage unserer Schule und das sind nur Elemente der Lüftungsanlage. Und da sieht man eigentlich ganz schön, dass die Schule eigentlich aus vier großen Baukörpern besteht. Die zeichnen sozusagen die Kontur der Schule nach und das ist ein Blick in unseren Lüftungskeller. Das ist nur ein Viertel des Lüftungskellers, das geht nach rechts dreimal so groß weiter. Und weil das ein Forschungsprojekt war, das wir gemeinsam mit der DBU, Deutsche Bundesstiftung Umwelt, gemacht haben, haben wir da ein dreijähriges Monitoring angeschlossen mit einem Symposium am Schluss. Und bei dem Symposium hat die ZAI Bayern, die das Monitoring gemacht hat, dann stolz verkündet, so und jetzt nach 3 Jahren funktioniert auch die ganze Technik. Und das hat mich auch irgendwie ein bisschen hart getroffen, weil als wir die Schule bezogen haben, haben nur 70% der Technik funktioniert. Aber immerhin funktioniert es da jetzt nach 3 Jahren. Wir haben auch Projekte, da funktioniert die Haustechnik bis heute nicht. Und also das hat mich, an dem Punkt haben wir gedacht, sind wir da eigentlich auf dem richtigen Weg mit den Ansprüchen, die wir haben einerseits und sind wir eigentlich auch auf dem richtigen Weg, was den Einsatz von Ressourcen anbelangt und sind wir da energetisch eigentlich auf dem richtigen Weg. Wir bauen Häuser, die haben uns in der Planung überfordert und Hermann Kaufmann und wir haben relativ viel Holzbauerfahrung und haben die Firmen in der Umsetzung überfordert und vor allen Dingen die Bauherren hinterher in der Nutzung. Also mal so ganz überspitzt formuliert, haben wir, wenn der Hausmeister krank war, im Sommer geheizt und im Winter gekühlt. Das ist aber nicht bloß die Haustechnik, die aus meiner Sicht ein bisschen zu elaboriert ist an der Stelle, sondern eigentlich auch die Baukonstruktion, das ist eine Trennwand zwischen zwei Klassenzimmern und bis die am Schluss alles kann, was sie hinsichtlich Brandschutz, Schallschutz, Raumakustik, Tragwerk können muss, hatte sie 11 Schichten hintereinander. Jede Schicht mit einer eigenen Fehleranfälligkeit.
wie wir alle wissen, die wir auf dem Bau zu tun haben. Und das ist das Regeldetail von Holzbetonverbund, Deckenkonstruktion an die Außenwand im Passivhaus, Standard. Und das ist nur das Regeldetail und da gibt es noch viele weitere ziemlich komplexe und komplizierte Details. So, und jetzt kann man sagen, ja gut, vielleicht sind wir einfach zu doof, um so eine Schule zu bauen, dass die gleich funktioniert, aber da gibt es Untersuchungen. Britische Kollegen haben in Europa 60.000 Schulen untersucht, mit dem Ergebnis, dass 95% dieser Schulen nicht so funktionieren, wie sie eigentlich kalkuliert sind, also wie sie ursprünglich geplant waren und dass sich da ein riesen Performance Gap auftut, also ein Unterschied zwischen dem, was sich in der Realität einstellt und dem, was vorher in der Planung versprochen wird. Und das ist aber nicht nur im Schulbau so, das ist auch im Bürobau so. Das ist eine Studie vom Norbert Fisch, TU Braunschweig, der Büros in ganz Deutschland untersucht hat mit dem Ergebnis, dass eigentlich natürlich gelüftete Gebäude einen 30% niedrigeren Primärenergieverbrauch haben als mechanisch belüftete und dass die Verbrauchswerte bei den mechanisch belüfteten Häusern um 70% über den Bedarfswerten liegen, also über das, was vorher kalkuliert war. Und es ist auch im Wohnungsbau so, das ist eine kleine Studie der GEWOFAG, das ist eine Münchner Wohnungsbaugesellschaft, große. Die haben in München-Riem im Osten von München ein großes Stadterweiterungsgebiet 6 baugleiche Häuser gehabt, das war 2007, und haben sie gedacht, ah, das ist schön, da probieren wir jetzt einfach mal unterschiedliche energetische Standards aus und unterschiedliche Konzepte. Das war das Referenzgebäude, das hat einfach nur die damalige NEF, Energieeinsparverordnung in Deutschland, eingehalten. Dann hat man eins gemacht mit verbesserter Wärmedämmung, da war versprochen, dass man 8% Wärmeenergie spart. Dann eins mit Fensterkontakten ausgestattet, das heißt, wenn man das Fenster aufgemacht hat, ist die Heizung ausgegangen und erst wenn man es wieder zugemacht hat, hat es wieder weitergeheizt. Dann gab es noch elektronische Einzelraumregelungen, Wandheizung, bis hin zur Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung und da waren 30% Einsparung prognostiziert. Die haben auch ein Monitoring gemacht und rausgekommen ist das Folgende. Also links sieht man die Investitionskosten, super günstig waren die Fensterkontakte, die haben fast nichts gekostet. Die Lüftungsanlage hat 7-8% mehr gekostet als das Referenzgebäude, aber die Einsparungen waren weit von dem entfernt, was man sich versprochen hat. Also das mehr Dämmung hat gleich fast gar nichts gebracht, aber auch die 30% sind natürlich bei weitem nicht erreicht worden. Was richtig funktioniert hat, waren diese Fensterkontakte als einfache didaktische Maßnahme. Und das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, wenn es um Lüftung im Wohnungsbau geht, aus der Schweiz. Da haben 2 Bauherren mit den gleichen Architekten, mit den gleichen Fachplanern, mit den gleichen Firmen insgesamt 340 Wohnungen gebaut. Und der eine Bauherr hat sich während der Planung entschieden, keine mechanische Lüftung machen und keine Wärmerückgewinnung, sondern auf natürliche Fensterlüftung zu setzen. Also gibt es jetzt 170 Wohnungen, die belüftet sind und 100, die oder mechanisch belüftet und 170, die natürlich belüftet werden. Und da hat sich dann herausgestellt, prognostiziert waren, Heizwärme, Einsparung 24%, Ergebnis, Unterschied 1,8% zwischen beiden. Aber die mit der mechanischen Lüftung brauchen 63% mehr Strom. Und da kommen die Kollegen Knecht und Siegrichs einfach zu dem Ergebnis, das macht weder ökologisch noch ökonomisch Sinn, solche Wohnungen zu bauen. Jetzt in diesem speziellen Fall, aber wir haben uns bei unserem Forschungsprojekt intensiv damit beschäftigt und wir kennen eigentlich bis auf eine Passivhaussiedlung kein einziges Projekt, wo man hinterher nachweisen kann, dass diese Einspareffekte wirklich eingetreten sind. Und woran liegt es? Das liegt einfach daran, dass wir unsere Häuser halt, dass da Menschen drin wohnen in den Häusern und dass die halt nicht nach Norm lüften. Ja, die Norm geht davon aus, dass der Luftwechsel natürlich ist 0,7 und wenn mechanisch belüftet ist es 0,2, aber der Luftwechsel ist auch, wenn mechanisch belüftet wird, fast 0,7. Insofern geht die Rechnung an der Stelle nicht auf. Und da war dann der Punkt erreicht, wo man gedacht hat, also jetzt müssen wir irgendwie was ändern, ich habe keine Lust mehr so weiterzubauen, das geht einfach in die falsche Richtung und es gibt natürlich auch andere, die sich mit der Fragestellung beschäftigen und das 2226 war für uns natürlich für unser Forschungsprojekt ein wichtiges Beispiel, wie man damit umgehen kann. Und das war eine erste Skizze, die ich gemacht habe. Wir haben einen Forschungsantrag gestellt in Berlin bei Zukunft Bau,
gehört zum Bundesbauministerium, ist so eine Forschungsförderung, wie wir das Bauen in Zukunft einfacher mit weniger Technik, aber auch die Baukonstruktion vereinfacht angehen können oder wie wir das wollen. Haben den Forschungsantrag genehmigt bekommen und das war so eine erste Skizze. Ich habe mir vorgestellt, dass wir mit den gängigen Materialien, mit denen wir üblicherweise Wohnungsbau machen, Holz, Beton und Ziegel, dass wir die untersuchen und schauen, wie stark können wir das vereinfachen? Geht es und wie weit kommen wir da sozusagen? Und haben da erstmal so, sind da sehr extrem rangegangen. Also meine Idealvorstellung war, ich mache einfach eine massive Außenwand, wie früher beim Bauernhaus, Holz und vielleicht noch Schalung dazu als Witterungsschutz, aber das war's. Beim Beton, ich habe keine Lust mehr auf diese total komplexen Konstruktionen, kerngedämmt, ja, mit innen trägt die Schale, außen ist sie davor gehängt mit Luftspalten, Drehanker und was wir alles da auch selber alles gebaut haben. Also eine einschalige Wand geht natürlich dann nur mit Dämmbeton und wenn wir da starke, dicke 50 cm oder am Anfang sind wir von fast 70 cm ausgegangen Wand bauen, dann können wir vielleicht sogar auf die Bewehrung verzichten, weil der Beton an der Stelle dann auch ohne Bewehrung trägt. Also das war sozusagen da das Ziel, wo wir hinkommen wollten und beim Mauerwerksbau, das ist eigentlich Standard, dass man mit einem hochgedämmten Ziegel Wohnungsbau macht. Und da wollten wir aber auf jeden Fall einen Ziegel verwenden, der ungefüllt ist, sodass man da im Hinblick auf spätere Wiederverwendung des Materials auch schon die richtigen Weichen einschlägt. Die Decken sollten auch einfach sein, ohne x Schichten übereinander, sondern haben wir dann am Schluss auch bei allen drei Projekten so gemacht, eine massive Stahlbetondecke mit einem weichen Belag drauf und damit halten wir dann auch die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Deutschland ein. So sind wir ins Forschungsprojekt gegangen und dann haben wir uns überlegt, was ist denn eigentlich ein guter Wohnraum im Hinblick darauf, dass er gut belichtet ist, im Winter so wenig wie möglich Energie verbraucht und im Sommer so wenig wie möglich Überhitzungsstunden hat. Und dann hat der Lehrstuhl von Thomas Auer, Partner bei Transolar und Kollege bei mir an der TU München, haben die 2605 unterschiedliche Räume über den Jahresverlauf durchsimuliert. Und zwar, also wir sind von 18 Quadratmeter Wohnraumgröße ausgegangen, damit es einfach zu rechnen ist, 3 mal 6 Meter, also 3 Meter breit, 6 Meter tief oder quadratisch oder 6 Meter breit, 3 Meter tief. 3 verschiedene Raumhöhen haben wir ausprobiert, von den Standard 2,50 bis zu 3,30 Meter, wie man es aus dem Altbau kennt. Dann mit den 4 verschiedenen Himmelsrichtungen und den 3 verschiedenen Materialien waren es dann am Schluss 2605 Varianten. Und ganz kurz gesagt ist das Ergebnis gewesen, am besten performt hat, unabhängig von der Himmelsrichtung und unabhängig vom Material, der gute alte Altbauwohnungsraum, 3 Meter breit, 6 Meter tief, 3,30 Meter hoch, mit einem angemessen kleinen oder angemessen großen Fenster. Das konnte relativ klein sein, weil man es hoch ansetzen kann bei 3,30. Das hat trotzdem gut in die Tiefe belichtet und hat halt, weil das Fenster ist halt der Schwachpunkt, sowohl im Sommer als auch im Winter, weil es relativ klein war, hat das am besten funktioniert. Und damit sind wir dann sozusagen losmarschiert und haben gesagt, wir wollen nicht nur einen 300-seitigen Forschungsbericht bei Zukunft Bau in Berlin abgeben und der verschwindet dann auf irgendeinem Server, das macht überhaupt keinen Sinn, da ist der Effekt null. Wir wollen mit diesen Prinzipien Häuser bauen und dann hinterher zeigen, wie sie funktionieren, ob sie funktionieren und wie sie funktionieren. Dann haben wir uns 3 Materialien ausgesucht für diese 3 Häuser und das sind jetzt keine Materialentwicklungen von uns, sondern die gibt es auf dem Markt. Das da oben ist die Holzkonstruktion, das ist im Prinzip eine dicke Dreischichtplatte. Die sieht man gleich noch mal ein bisschen besser. Dann ist es der ungefüllte Ziegel mit 42,5. Die beiden Baustoffe halten auch die Mindestanforderungen an Außenwand, die NF oder inzwischen heißt es bei uns GEG, die fordert, halten die ein. Und dann noch der Beton, Dämmbeton mit Zuschlagstoffen, Glasgranulat und Blähton, der schafft es nicht. Das müsste eigentlich 0,28 sein. Aber wenn wir das gemacht hätten auf die 0,28, hätten wir 70 cm machen müssen und dann wären einfach unsere Räume für die Häuser zu klein geworden. Also haben wir das bei 50 cm gekappt und wir kompensieren das mit mehr Dämmung auf der Bodenplatte und auf der obersten Geschossdämmungsdecke, was die NF ja auch zulässt. Dann haben wir erstmal im Forschungsprojekt 1 erste 1:1 Muster gebaut, wie wir uns den Wandaufbau vorstellen. Das ist das Material hier nochmal, das ist eigentlich die Außenwand sozusagen, Dreischichtplatte, nur hier verleimt und hier verleimt, hier nicht verleimt, also relativ geringer Leimanteil, mit der Kreissäge im Prinzip hier Luftkammern eingeschnitten, dadurch entsteht der gute Dämmwert. Beim Dämmbeton
haben wir uns ja früh entschieden, dass wir versuchen wollen, sozusagen auf Bewährung zu verzichten. Und das ist natürlich dann die Frage, wie macht man dann eigentlich einen Sturz? Also wenn man jetzt keinen Stahl drin hat, dann und da unbedingt darauf verzichten möchte, dann muss man andere Lösungen finden, aber das kennen wir von den alten Römern schon, dass man, wenn man einen Rundbogen macht, dass man eine druckbeanspruchte Konstruktion hat und eigentlich dann auf einen horizontalen Sturz verzichten kann. Hat ein bisschen mehr Aufwand fürs Fenster, aber ansonsten funktioniert das. Und was mir auch ein Anliegen ist und was wir deswegen bei den Forschungshäusern auch umgesetzt haben, ich habe echt ein schlechtes Gewissen meinen Bauherren gegenüber, wenn wir unsere Häuser auf Polystyrol gründen. Und eigentlich baue ich lieber auf ein Haus auf gewachsenem Boden. Da gibt es also eine Bodenplatte mit einer Aufkantung. Das ist dann auch Stahlbeton, da ist dann schon Stahl drin. Und da steht die 50 cm Dämmbetonwand drauf. Hier ist Bitumenbahn als Abdichtung bis hier vorn geführt. Und dann dämmen wir hier auf der Bodenplatte. Und dann hat man eine wärmebrückenfreie Konstruktion. Beim Mauerwerk ist eine ähnliche Problemstellung. Also wenn ihr da auf die Produkte, die es natürlich alle gibt von der Bauindustrie, gibt ja jeden Sturz, den man sich vorstellen kann, also da gibt es ja alles. Aber wir wollten halt darauf verzichten, haben eigentlich einmal die den Mauerwerksverband oder die Mauerwerksindustrie eingeladen, am Forschungsprojekt Forschungspartner zu sein. Aber die haben sich einfach geweigert, mit uns auf ihre Elemente zu verzichten. Und wie wir gesagt haben, dass wir einen Bogen mauern, dann haben sie dann endgültig sozusagen aus dem Projekt verabschiedet. Aber wir haben es dann mit dem Maurer vor Ort gemacht. Der hat einfach den Stein, aus dem er die Wand macht, geviertelt und aus dem geviertelten Stein hat er einen Bogen gemauert, einen Segmentbogen und es hat dann wunderbar funktioniert. Und so haben wir es dann auch im 1:1-Muster, aber später auch bei den Häusern umgesetzt. Und da ist ein einlagiger Außenputz drauf, innen ist es geschlemmt und die Faschen machen genau das, wofür Faschen ursprünglich gedacht waren. Damit putzt man ein Fenster ein. Und dann gibt es hier noch so Leisten, die haben wir quasi aufgeputzt, um auch da keine Metall- oder Kunststoffprofile einzubauen. Und an diesen aufgeputzten Leisten konnte man dann den Oberputz abziehen. Und dann haben wir das Glück gehabt, und das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, wir haben einen Bauherrn gefunden, der uns das Grundstück zur Verfügung gestellt hat, um die drei Häuser zu bauen. Der hat die drei Häuser bezahlt und hat uns auch noch für die Planung bezahlt. Das ist echt ein seltener Glücksfall. Ist eine große Firma, B&O, und der Geschäftsführer, wir haben uns bei einem anderen Projekt kennengelernt und gut verstanden und dann bin ich mal auf der Suche nach einem Grundstück, da zufällig bei ihm vorbeikam, habe ihn besucht und habe ihm das erzählt, dass ich auf der Suche nach einem Grundstück bin und gesagt, ja, dann bauen wir es halt bei uns. Und ein Jahr später haben wir den Bauantrag eingereicht. Also das ist das Grundstück, das er uns zur Verfügung gestellt hat, das ist das ganze Gelände von B&O. Und was auch cool ist an dem Bauherrn, B&O macht, verdient sein Geld eigentlich mit der Sanierungen für die Wohnungswirtschaft. Die machen 1 Million Reparaturen im Jahr für große Wohnungsgesellschaften und die wissen natürlich ganz genau, was wann kaputt geht. Ja, also das war eigentlich ein super Hinweisgeber sozusagen während des Projekts. So, und dann interessiert mich als Architekt natürlich auch, nicht nur, was bedeutet das alles konstruktiv, sondern was ist eigentlich das architektonische Potenzial, wenn wir jetzt auf so althergebrachte Konzepte setzen, wie viel Wand und wenig Öffnung. Und das war so eine erste Skizze für das Betonhaus, wie das ausschauen könnte. Und fand aber schon, dass die kleine Skizze schon zeigt, dass dieses uralte Thema noch lange nicht ausgespielt hat und dass man damit durchaus zeitgemäß Architektur machen kann. So haben die Häuser ausgeschaut während des Bauens, also im Hintergrund das wirklich dann monolithische, einschalige Dämmbetonhaus, da ist innen und außen gar nichts drauf. Der Holzbau, die massiven Holzelemente, da kam dann noch eine Schalung davor und vor das Mauerwerkshaus kam halt entsprechend noch ein Putz drauf. Und das ist die Versuchsanordnung, nenne es jetzt mal im Grundriss, gibt also pro Geschoss ein Einzimmer-Apartment und zwei Zweizimmer-Apartments, ein kleines Treppenhaus drin. Und das übereinander gestapelt im Erdgeschoss ist noch eine Dreizimmerwohnung. Im Erdgeschoss sind barrierefreie Wohnungen. Also wir erfüllen mit den Häusern grundsätzlich auch alle gesetzlichen Anforderungen, die an den Wohnungsbau in Bayern oder in Deutschland gestellt werden, soweit sie uns bekannt sind. In Deutschland sind 3600 Normen fürs Bauen zuständig. Wir kennen sie nicht alle, aber die, die wir kennen, haben wir versucht einzuhalten. Und
Jetzt gehen wir mal quasi in das Einzimmer-Apartment, da können wir das ganz schön erläutern, was wir da technisch gemacht haben. Also wir haben jetzt, weil wir ein innenliegendes Bad haben, einen kleinen Badlüfter drin, aber ohne Wärmerückgewinnung, der bläst einfach die verbrauchte Luft über Dach raus. Und über das Fenster, da ist ein Fensterfalzlüfter drin, wird Luft angesaugt, da gibt es eine unterschnittene Tür und dadurch wird der hygienisch erforderliche Mindestluftwechsel gewährleistet. Und dann ist alles immer auf kurzem Weg versucht zu installieren. Also hier ist der Schacht, der versorgt über drei Geschosse alle Wohnungen. Da hängt auf der einen Seite das Bad dran, auf der anderen Seite die Küchenzeile. Aber der Heizkörper ist nur einen Meter entfernt und hat eine ganz kurze Andienung. Und gleichzeitig haben wir dann versucht, alles, was Installation ist, offen zu installieren, nichts einzubauen, einfach aus der Erkenntnis raus, zur Hauskunde locker 100, 200 Jahre stehe, aber die Haustechnik heute halt maximal 25, 30 Jahre. Und wenn wir das ist jetzt das gebaute Holzbaudetail, das wir am Schluss realisiert haben. Wir haben auch im Holzbau eine Stahlbetondecke gemacht, nicht wegen dem Schallschutz, sondern weil wir ansonsten zu wenig Speichermasse im Haus gehabt hätten und wir wollten unbedingt Häuser ohne außenliegenden Sonnenschutz bauen und wir wollten die drei Häuser auch vergleichbar haben. Deswegen haben wir hier über die Stahlbetondecke noch die Masse eingeführt. Gleichzeitig ist aber trotzdem super simpel gemacht, also 30 cm Beton, obendrauf ein Sisalteppich oder ein Linoboden. Und wenn Sie das vergleichen mit dem Detail von Diedorf vorhin, da sieht man, wie stark der Unterschied ist und wie einfach das jetzt wirklich geworden ist. Und das ist das Betondetail, den Betonwand. Die Decke ist mit Stahlfasern bewehrt, also auch da kein Stab- und Mattenstahl drin, liegt da auf und da fehlen jetzt eigentlich noch zwei Schrauben, nämlich einmal für die Sockelleiste und einmal um das Fenster zu befestigen, ansonsten ist das ausgeführte Detail. Und es macht total Spaß, um ehrlich zu sein, wenn man da mal so ein bisschen drin ist und für uns war das erste Dämmbetonhaus, das wir gemacht haben, da haben wir ganz früh Erfahrungen gesammelt und auch viel lernen müssen. Das ist natürlich erstmal ungewöhnlich, wenn man auf Baustelle kommt und da ist dann gar keine Bewährung drin, Rüttelflasche geht ganz easy rein und ist natürlich ein bisschen erhöhter Aufwand, was die Schallung anbelangt, aber nach dem zweiten Fenster haben sie das auch sehr gut drauf gehabt. Und so sah das auf der Baustelle aus. Unten, weil wir da auf der Bodenplatte dämmen, gibt es hier einen Kimmstein. Die Innenwände sind nicht aus Dämmbeton, sondern aus Normalbeton, aber auch ohne Bewehrung. Und so, dass das ganze Haus ab der Bodenplatte eigentlich komplett ohne Stab- und Mattenstahl gebaut werden kann. Ein paar Sachen muss man sich erst anfreunden. Also wenn man mit einem Holzfenster gegen die Betonkante knallt, dann ist nicht das Holzfenster kaputt, sondern der Beton bricht weg. Der hat halt auch nur 750 Kilo pro Kubikmeter, der schwimmt. Und das ist erstmal ungewöhnlich und auch solche Details würden wir jetzt nicht nochmal machen, weil das einfach viel zu kompliziert für den Dämmbeton ist. Also so präzise kann man den dann am Schluss eigentlich nicht verarbeiten, weil wir auch versucht haben, jetzt auf Betonkosmetik und Hydrophobien haben wir alles nicht gemacht. Die Häuser stehen genauso da, wie sie aus der Schalung rausgekommen sind, um auch da zu schauen, was leistet das Material erstmal per se. Aber an dem Bild sieht man schon, dass das durchaus auch so eine poetische Anmutung haben kann, diese Einfachheit, die in dem speziellen Fensterformat und in der großen Wandfläche mit ihrer Materialität und Haptik drinsteckt. Da ist so ein bisschen was zu den Installationen. Dahinter ist der Schacht, ganz kurz raus, dann in den Heizkörper rein. Elektroinstallation ist eine Ringleitung hinter der Sockelleiste und da stehen einfach ein paar so kleine Bodendosen drauf. Das wollte man ursprünglich aus einem Holzklotz machen, in dem eine normale Steckdose eingesetzt ist. Da gab es dann irgendwie 3000 VDE-Richtlinien, die dagegen gesprochen haben. Und dann hat uns der Elektriker was kurz da wollen und hat uns Plastikdosen mit einem Holzdekor eingebaut. Aber wie der Bayer sagt, am geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, das haben wir dann geschluckt. Und das sind die fünf Formate, mit denen wir alle Häuser gemacht haben. Es gibt eine Tür, es gibt ein großes Fenster, wenn dahinter Aufenthaltsraum ist, es gibt ein kleines Fenster, wenn es ein Flur oder eine Küche ist und ein kleines Guckerl, wenn eine Speisekammer oder ein Lager dahinter ist. Holzbau geht eigentlich immer am schnellsten, aber in der Kombination mit der Stahlbetondecke war es dann, also war ein bisschen ein Eigentor, also zumindest auf der Baustelle war der Bauablauf dadurch wirklich gehemmt und die haben sie auch nicht wirklich gut verstanden und haben sie ständig in die Haare gehabt. Aber eigentlich ist die Holzkonstruktion ist super simpel, sieht man hier, das ist die Wand, die wird da, kriegt einen Falz, da steckt die Innenwand drin,
und ist von außen mit Spaxen verschraubt und das ist dann das Anschlussdetail. Und damit haben wir aber auch, wenn da eine Wohnungstrennwand ist, ist die Wand an der Stelle getrennt, also Fuge ist. Und dann muss die ja nochmal innen zusätzlich beplankt werden, weil die Wand kann ja erstmal nichts schallmäßig. Aber wir haben das immer additiv gemacht, erstmal die pure Konstruktion und dann nach Anforderung immer nochmal ein bisschen was dazu. So schaut das Holzhaus von außen aus. Man könnte meinen, dass die Wohnungen ziemlich dunkel sind. Wir haben einen Fensterflächenanteil von 12-15%, aber sie sind nicht dunkel. Das sind auch große Fenster. Also ein Fenster hat 2,5 Quadratmeter. Kann man super lüften. Das ist ein Schwingflügel, den macht man auf. Unten kommt die frische Luft rein, oben geht die alte hinaus. Und wir haben auch bei den Häusern in Bad Aibling dann eine Raumhöhe von 3,10 Meter. Das hat der B-Plan gerade so hergegeben, umgesetzt. Also nicht ganz die 3,30 aus den Simulationen, aber mit den 3,10 funktioniert das auch sehr gut. Mauerwerkshaus, eigentlich mit einem Typ Stein im Prinzip das ganze Haus gemacht. Dann haben wir einmal eine größere Öffnung gemacht. Es gibt immer so einen kleinen Anbau an den Häusern. Da ist dann Fahrrad, Abstellräume, Kinderwagen, Abstellräume, Müll und so weiter drin und ein kleiner überdachter Freisitz für alle Bewohner des Hauses, der sich dann zum Garten hin öffnet. Und im Gegensatz zum Wärmedämmverbundsystem, das ja auch nicht aus nur zwei Schichten besteht, sondern da kommt auf die tragende Konstruktion ja ganz viel Gespachtel und Gewebe und so weiter, bis das fertig ist, ist es da wirklich nur ein einlagiger Außenputz auf dem Ziegel. Und wie das gemacht ist, habe ich vorhin ja schon mal erläutert. Und ja, ich mag auch solche Fassaden ganz gern. Also das ist jetzt nicht so, dass wir die so gemacht haben, wie es kommt, sondern das ist schon auch eine komponierte Fassade, sage ich jetzt mal, wo jetzt das Fallrohr sitzt, wo ein großes Fenster sitzt und so weiter. Da muss man schon auch, kann man es nicht einfach so geschehen lassen. Und so schauen sie dann von der anderen Seite aus. Wir haben dann, dass es ein schönes Ensemble gibt, haben wir sie alle drei grau gefasst. Also das Putzhaus hat einen naturgrauen Putz bekommen. Das Holzhaus wurde noch grau vorpatiniert und das Betonhaus war ja eh grau. So, das waren jetzt uns, jetzt sind es inzwischen drei Forschungsprojekte geworden. Im ersten haben wir diese Einzelraumsimulationen gemacht. Dann haben wir, als wir wussten, dass wir einen Bauherrn haben, nochmal einen Forschungsantrag gestellt und haben gesagt, wir wollen das bauen, mit begleiten durch die Forschung, wollen das Messen vorbereiten, dass wir hinter eine Evaluierung machen können. Und wir haben einen Leitfaden rausgegeben, ein Buch, wo wir genau offengelegt haben, sozusagen, was wir alles gebaut haben, alle Details veröffentlicht, kann jeder schauen, wie wir das gemacht haben. Da halten wir nichts hinterm Berg. Und jetzt sind wir gerade noch dabei, zu messen und auszuwerten, wie die Häuser wirklich funktionieren. Und was wir da alles messen, sieht man hier. Zunächst mal messen wir, um das Lüftungsverhalten unserer Nutzer kennenzulernen, wann geht ein Fenster auf, wann geht es zu. Messen habe ich total unterschätzt. Da haben wir uns so richtig vorher drum gekümmert und gedacht, ja, die werden schon messen, aber da kann man auch ganz viel falsch machen. Zum Beispiel ist es eigentlich doof, dass wir nur wissen, das Fenster ist auf und zu, aber wir wissen nicht, wie weit. Macht natürlich einen großen Unterschied, ob das halt ein Zentimeter Spalt auf ist oder ob das voll aufgestellt ist. Und ja, also da, und dann passieren lustige Sachen. Zum Beispiel gibt es halt irgendeinen Messpunkt, wo wir dann den Komfort messen, Raumfeuchte und Oberflächentemperaturen, Raumlufttemperaturen. Und dann kommt auf einmal 4 Wochen lang ein total stabiler Wert. Und wenn man dann nachschaut, woran es liegt, dann haben die Nutzer, das waren Motorradfahrer, die haben ihre Kutten über den Messpunkt gehängt. Und dann war es halt erst nach 4 Wochen wieder schönes Wetter und dann sind sie wieder gefahren. Und dann haben wir da, hatten wir dann stabile Werte zwischendurch. Also so Sachen passieren auch. Ist halt auch Technik. Ja, was messen wir noch? Verbrauch, logischerweise. Ja, wie viel, das ist, darum geht es ja am Schluss. Können wir mit so einem einfach gebauten, robusten Haus, wie stehen wir zu einem Niedrigenergiehaus oder einem Passivhaus, wie sind die Verbräuche wirklich sozusagen. Und dann messen wir aber auch ganz pragmatisch sozusagen, weil wir die Baustoffe auch noch nicht so richtig kennen, so das Dämmbetonhaus, wie ist die Wand durchfeuchtet, wie lange dauert es eigentlich, bis so ein Dämmbetonhaus die Baufeuchte draußen ist und die ist jetzt noch lange nicht draußen, also das merkt man schon. Und also so Dinge messen wir auch. Und den Schall haben wir schon gemessen, das hat für uns die Fachhochschule Rosenheim gemacht und wir halten mit allen drei Häusern die Mindestanforderungen an den Schallschutz für Wohnungsbauten ein. Nicht den erhöhten Schallschutz, aber die Mindestanforderungen. Und dann haben wir noch, weil wir beim Symposium die Anja Rosen kennengelernt haben, die hat so einen Urban Mining Indicator entwickelt, wo man
die Recyclingfähigkeit von Gebäuden beurteilen kann und messen kann und auch einschätzen kann, aber auch in der Planung begleiten. Und da haben wir unsere drei Häuser einer Kontrolle unterzogen und sie kommt eigentlich zu dem Ergebnis, dass sie alle drei sehr gut sind im Hinblick auf Recycling, obwohl wir das gar nicht am Anfang auf dem Fokus hatten oder im Fokus hatten, weil sie so sortenrein sind. Das ist einfach das A und O für Recyclingfähigkeit, dass man wenig verschiedene Materialien verwendet und dass man die dann auch möglichst nicht miteinander verklebt, sondern so macht, dass man sie wieder trennen kann. Und da ist das Holzhaus schneidet ein bisschen besser ab als das Dämmbetonhaus, das sogar noch besser ist als das Ziegelhaus. Aber im Prinzip sind sie alle drei recht gut. Und das ist natürlich auch wichtig, wie sind unsere Verbräuche jetzt? Das ist das, was wir simuliert haben für die Häuser. Das ist das Betonhaus, das Massivholzhaus und das Mauerwerkshaus. Immer die Nord-, die Ost- und die Südwohnung. Und war der nächste Fehler, wir haben in der Simulation, war das der Heizwärmebedarf und das der Bedarf für die Warmwasserbereitung. Und wir messen das jetzt beides miteinander. Ist natürlich Quatsch, das müsste man eigentlich getrennt messen. Das versuchen wir jetzt auch in dem Winter noch zu organisieren, dass wir das noch hinbekommen, dass wir da getrennte Werte haben. Aber trotzdem in der Summe schneiden wir eigentlich genau da ab, wo wir das nach der Simulation erwartet haben. Und die mittlere Wohnung, die hat deswegen so einen niedrigen Wert, weil wir die drei kleinen Einzimmer-Apartments frei, nicht bewohnt, die sind nicht bewohnt. Der Bauherr hat uns das gestattet, dass wir da nur messen sozusagen, dass wir einen Vergleich haben zwischen bewohnt und unbewohnt. Und da gibt es einen Ausreißer und seit 3 Wochen weiß ich auch, woran das liegt, weil eine Mitarbeiterin macht eine Doktorarbeit zum Nutzerverhalten und die hat alle befragt, alle im Haus, aber auch die in den Wohnungen, wo gemessen wird. Und da ist ein Azubi des Bauherrn drin gewesen und der hat die Heizung eingeschaltet vor dem Winter und dann hat er ein Einbaubett vor die Heizung gemacht, dann ist er nicht mehr ans Thermostat gekommen und wenn es ihm zu warm war, hat er das Fenster aufgemacht. Und das ist diese Gap da an der Stelle. Und dann ist seine Mutter gekommen und hat ihn zurechtgewiesen, hat mit ihm gemeinsam das Bett abgebaut und dann hat sie ihm noch erklärt, dass man im Sommer tagsüber das Fenster zumacht und nachts lüftet und seitdem funktioniert es wunderbar. Aber eigentlich war das die Idee, dass wir sagen, wir haben ja ganz normale Mieter drin, die sind nicht handverlesen und die haben ja keine Einweisung fürs Haus gekriegt, sondern wir wollten schauen, wie robust sind die Häuser, ja, was halten die aus, welches Fehlverhalten sozusagen von Nutzern halten die ja aus. Und in der Summe landen wir ziemlich genau da, wo wir das erwartet haben und wenn man jetzt mal schaut, das sind ja keine Passivhäuser, keine Niedrigenergiehäuser und so weiter, kein Effizienzhaus 40 und was es alles gibt. Wir sind aber mit dem Heizwärmebedarf von 30 Kilowattstunden pro Quadratmeter in einem sehr guten Bereich, zum Beispiel beim Holzhaus. So, und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir jetzt mit den Erkenntnissen? Bauen wir jetzt so weiter wie vorher und haben ein schönes Forschungsprojekt gemacht? Das geht natürlich nicht. Ich habe mir jetzt quasi zum Ziel gesetzt, dass jedes Projekt, das wir im Büro machen, diesen Prinzipien folgt und dass wir schauen, wie wir das weiter ausbauen können. Bisher sind wir ja in der Gebäudeklasse 3 unterwegs gewesen, aber wie funktioniert das in der Gebäudeklasse 4, in der Gebäudeklasse 5? Wie funktioniert das mit Hochhäusern? Wie funktioniert das mit großen Gebäuden? Und das sind ja zuerst die Projekte, das ist jetzt keine Gebäudeklasse 5, aber es ist ein Einfamilienhaus, machen wir sonst eigentlich nicht mehr, weil für uns immer unwirtschaftlich und als Typus eigentlich auch ein bisschen fragwürdig, aber es gibt auch Stellen, wo man gar nichts anders machen kann. Und die waren total reizend, die Bauherren. Und dann haben wir gesagt, wenn sie mit uns forschen, dann machen wir das. Und dann haben wir versucht, quasi zwei der Materialien, die wir bei den Forschungshäusern erkundet haben, miteinander zu kombinieren. Das ist ein klassisches oberbayerisches Haus, unten massiv, oben eine Holzkonstruktion drauf, aber eben unten Dämmbeton. Und oben diese Massivholzkonstruktion. Und das ist eigentlich das, da habe ich das zum ersten Mal gemerkt, wie wunderbar befreiend das ist, wenn man einfach auf dieses Material zurückgreifen kann. Man weiß, wie das funktioniert, man weiß, was das kann, man setzt es ein. Und es ist nicht wie sonst im Holzbau, bei jedem Holzbauprojekt, sonst fangen wir jedes Mal von vorne an. Wir haben vielleicht einen anderen Bauphysiker als beim letzten Mal, der hat andere Auffassung zur Schichtenfolge, Wahnsinn, jedes Mal anders. Und dann fangen wir unsere Ständer zu sortieren und so weiter. Also jedes Mal von vorn. Und da nimmt man einfach die Wand, ich weiß, was sie kann, nimmt sie her und dann haben wir auf einmal viel mehr Zeit, sich wieder mit dem Thema, was ist, wird das für ein Raum, zu beschäftigen und eigentlich mehr mit der Architektur zu beschäftigen, als ständig gegen Vorschriften und Normen zu kämpfen. Was quasi meine Mitarbeiter leider mit 80% ihrer Zeit tun, sich widersprechende Vorschriften zu umschiffen, um trotzdem zu einem anständigen Haus zu kommen.
So schaut es dann von außen aus. Und man ist jetzt auch nicht limitiert, weil manche denken dann, ja, wenn man jetzt da ist, immer nur kleine Fenster und Rundbögen und so. Ich glaube, da steckt ganz viel Potenzial. Wir sind erst ganz, also wir jetzt für unsere Arbeit erst ganz am Anfang. Ich habe so das Gefühl, wir haben gerade so eine Tür aufgestoßen und da entwickelt sie oder kann sie jetzt ganz viel entwickeln. Und das nächste ist auch ein Nachfolgeprojekt von unserem Holzhaus. Das haben natürlich viele Leute sich diese Häuser angeschaut und der Münchner Wohnungsgenossenschaft hat gesagt, ah, wir hätten gerne so ein Haus. Und der Herr Böhm, unser Bauherr, der ist natürlich auch geschäftstüchtig, hat gesagt, ah, ich hätte ein Grundstück für euch. Hat er ihnen verkauft und jetzt bauen wir an der Stelle oder haben gebaut für die Genossenschaft ein Haus und haben das auch versucht weiterzuentwickeln, zum Beispiel weniger Beton zu verbauen, auch in dem Holzhaus. Aber Speichermasse brauchen wir trotzdem. Dann haben wir uns entschieden, zwei massive Treppenhauskerne zu machen aus Beton. Jede Wohnung hat natürlicherweise Anschluss an den Treppenhaus und an den Erschließungskern. Somit stellen wir die erforderliche Speichermasse zur Verfügung. Und auch dieses Holz, dieses massive Holz, hat eine gar nicht zu vernachlässigende Speichermasse. Überhaupt ist das Thema Speichermasse völlig vernachlässigt. Aber, und es wird immer nur dämmen diskutiert. Aber egal. So, und dann haben wir einen super einfachen, straighten Grundriss entwickelt. Zwei Treppen unten im Erdgeschoss gibt es einen gemeinsamen Eingangsbereich, einen Gemeinschaftsraum, ein Gastapartment, ein kleiner Technikraum, nicht unterkellert das Haus. Und dann die zwei Treppenhäuser erschließen dann jeweils vier Wohnungen. Und so geht es dann auch in die Obergeschosse, in der Mitte durchgesteckte Wohnungen und die anderen gruppieren sich sozusagen um den Treppenraum rum. Und im Gegensatz zu den Forschungshäusern gibt es ja richtig großzügige Balkone, wo man einen tollen Blick in die Berge hat. Und das ist dann quasi das Prinzip, die zwei Kerne und der Rest ist dann Holzkonstruktion. Und wir haben auch die U-Werte von den Außenwänden gemessen im Forschungsprojekt und dann haben wir festgestellt, dass eigentlich diese Holzwand noch besser ist als der Wert, den wir angenommen haben. Statt der 0,22 war das eigentlich 0,2 oder sogar ein bisschen besser als 0,2. Und deswegen haben wir uns an der Stelle, da gibt es noch eine dünnere Wand und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir eine 22er Außenwand mit ein bisschen einem schlechteren U-Wert als die 30er Wand. Noch eine Schalung davor, 1 Zentimeter Hinterlüftung, da haben wir 26 Zentimeter Außenwand, was ein ziemlich konkurrenzfähiger Wandaufbau ist für ein am Schluss dann Effizienzhaus 55. Der Nachteil war ein bisschen, dass das, was bei den Forschungshäusern einfach wirksam ist, dass diese Tiefe der Leibung und da sind auch die Fenster innen angeschlagen, dass es halt so eine Eigenverschattung für die Fenster gibt. Das haben wir dann kompensiert, indem wir gesagt haben, wir schieben so einen Rahmen nach vorn. Dann gibt es wieder die Verschattung. Das Fenster ist innen einfach auf die Holzwand draufgeschraubt, war auch bei den Forschungshäusern so. Und dann können wir an der Stelle auch noch sogar so einen Fensterladen integrieren und den können wir dann nach außen aufschlagen. Also da ist jetzt ein Schnitt drin. Deswegen sieht im Muster so aus, das ist der vorgeschobene Rahmen und der Fensterladen, den man dann nach außen schließt. Und so schaut das Haus insgesamt aus mit der vorgelagerten Balkonzone und mit dann am Schluss ziemlich viel Holz, wo dann noch ein Holzboden und die großen Fenster wieder mit den vorgelagerten Rahmen. Und entwickelt also einen ganz eigenen, sehr kauzigen, aber auch interessanten Charakter, finde ich. Jetzt habe ich die ganze Zeit über Neubau gesprochen. Jetzt muss ich mal schauen, wie. Ich darf schon noch ein bisschen runter. Und jetzt möchte ich noch was über Umbauen sagen, weil eigentlich sollte man viel weniger neu bauen und mehr umbauen. Das Haus haben wir vor 15 Jahren gekauft. Und als wir das gekauft haben, haben wir es waren zwei getrennte Wohnungen vor einem Treppenhaus und im oberen Geschoss hat eine Person gewohnt vorher und im Erdgeschoss eine Person. Jetzt wohnen oben vier und unten arbeiten 25. Und also ohne, dass wir irgendwas am Volumen verändert haben, wir haben sogar ein bisschen reduziert, weil wir diesen Erker da noch abgebrochen haben. Also wenn wir über Nachverdichten sprechen oder darüber, wie wir mit den Flächen umgehen, glaube ich, steckt halt ganz viel Potenzial auch im Bestand und eigentlich nutzen wir die Häuser in vielen Fällen einfach nicht richtig oder nicht so intensiv, wie wir sie nutzen könnten. Und was ich an dem Haus auch super fand, das war Baujahr 1934 und das war eigentlich so gebaut, dass man jedes Material in dem Haus weiterverwenden konnte. Wir haben die Fenster ausgebaut und die zum Beispiel miteinander getauscht einfach oder die Türen sind im ganzen Haus rumgezogen. Der Boden ist genageltes Eichenparkett gewesen, das haben wir mit dem Nageleisen gelöst und anders konfiguriert wieder eingebaut.
Und sogar die Trennwände, Ziegel haben wir abgebrochen und an einer anderen Stelle wieder eingebaut. Also die Materialien waren einfach werthaltige Materialien, gute Materialien, die man aber auch sehr einfach umnutzen konnte. Und da müssen wir einfach wieder hin, sozusagen. Und so hat es dann fertig ausgeschaut. Und inzwischen schaut es so aus, nach 15 Jahren komplett eingegrünt. Das finde ich auch immer ganz beruhigend, dass sich die Natur irgendwann doch alles zurückholt, egal was wir machen. Und so schaut es innen aus, also das genagelte Parkett, total simpel eigentlich, aber ein sehr angenehmes Wohnen möglich. Leider schaut die Realität anders aus, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. In Freiham zum Beispiel ist das größte Erweiterungsgebiet in München für 25.000, 30.000 neue Bewohnerinnen und 80% der Baustellen schauen so aus. Ja, und da sieht man halt, warum das Baugewerbe für 50% des Müllaufkommens in Deutschland verantwortlich ist. Und wenn man ganz ehrlich ist, schaut die Musterfassade auch schon aus wie der Sondermüll der Zukunft, oder? Das macht mir echt ein bisschen Angst. Ja, aber man kann lernen von historischen Gebäuden, wie ja das Ganze einfach bauen schon irgendwie auch ein Rückgriff ist, sozusagen zurück zu zum anderen Ausdruck von Architektur, aber auch zu anderen Konstruktionen, einfacheren Konstruktionen. Und wir haben vor ein paar Jahren in Nürnberg, erkennt man vielleicht am Stadtgrundriss, eine kleine mittelalterliche Kirche wieder aufgebaut. Die sah ursprünglich mal so aus, ist 1380 gebaut, ist also eine gotische Kirche. Hat nicht einmal einen Kirchturm, nur so ein kleiner Glockenstuhl da oben drauf gehabt, war bescheidene Pilgerkirche. Im Vordergrund war so ein Hospiz, die stand immer schon so ein bisschen im Hintergrund. Das ist der ursprüngliche Grundriss, dreischiffige Kirche, Chorraum, Aufgang zum Dachstuhl. Dann war die zwischendurch mal 100 Jahre Probenlokal und Aufführungslokal für die Meistersinger von Nürnberg. Da hat der Hans Sachs drin gesungen. Dann war es mal Pferdestall und irgendwann hat es die reformierte evangelische Kirche gekauft. Anfang des 19. Jahrhunderts, die haben es dann um jeweils ein Schiff erweitert, haben eine Sakristei dazu gebaut und waren da 200 Jahre, so steht die da so im Hintergrund. Da rechts ist der Bahnhof und da geht man zur St. Lorenz, zum großen Dom. Und so sah die aus bis vor ein paar Jahren, hat natürlich auch viele Wandlungen im Laufe der Zeit miterlebt. Zum Beispiel war die ursprünglich in der Gotik nicht natursteinsichtig, sondern eigentlich komplett verputzt. Aber das hat man halt im 19. Jahrhundert mal so überarbeitet. Und dann gab es ähnlich wie bei Notre Dame das Problem, dass sie während der Sanierungsmaßnahmen, man weiß bis heute nicht warum, hat es ein Brandereignis gegeben und die Kirche ist abgebrannt. Und eigentlich ist alles, was Holz war, verbrannt. Tragisch, weil das war der einzige gotische Kirchendachstuhl in Nürnberg, der den Zweiten Weltkrieg überstanden hatte. Und am Schluss war, nachdem sie dann alles aufgeräumt haben und erstmal diese großen Giebelwände stabilisiert haben, stand halt eigentlich nur noch die Natursteinkonstruktion. Da sieht man, dass auch so die Maßwerkfenster beschädigt waren. Und durch das Brandereignis hat es aber irgendwie so einen rußigen Schleier gegeben, sozusagen. Den fand ich eigentlich ganz sympathisch, weil es so eine monochrome Anmutung gehabt hat, die die Kirche ja ursprünglich mal gehabt hat. Die haben dann einen Wettbewerb gemacht für den Wiederaufbau. Den haben wir gewonnen mit der Idee, das nicht mit dem historischen Innenraum aufzubauen, zwar in der äußeren Kontur, damit man an die Giebelwände anschließen kann und damit es vom Stadtbild her eigentlich so ist, wie das vertraut ist. Aber wir wollten in dieser Anbausituation, da waren diese Seitenschiffe so ein bisschen abgehängt und eigentlich war der Chorraum auch so weit zurückgesetzt, dass man nie den Altar richtig gesehen hat und das wollten wir ändern und haben deswegen auf diese Emporen verzichtet und haben gesagt, irgendwie muss man das schaffen, dass das mehr zu einem Raum wird und nicht in verschiedene Bereiche zerfällt und deswegen die Idee, dass wir so eine Flachdecke machen, auch über Mittelschiff und dass wir das so nach oben auffächern und dadurch einen großen Raum bekommen und dann sieht man hier schon, da haben wir so eine Stufe auch in den Kirchenraum hinein vorgelagert, sodass die Trennung nicht so klassisch zwischen Altarraum oder zwischen Chorraum und Hauptraum ist, sondern ein bisschen in den Hauptraum hinein verschoben. Das war unser Wettbewerbsrendering. Dadurch, dass die Kirche saniert worden ist, hat man glücklicherweise die alten, auch mittelalterlichen Fenster ausgebaut. Die waren bei Van Dreek eingelagert und wir konnten sie hinterher wieder einbauen.
Und ich fand das jetzt eigentlich sensationell, dass dieser alte Dachstuhl, der war 600 Jahre alt, der hätte nur 600 Jahre gehalten, wenn er nicht abgebrannt wäre. Und habe mir gedacht, das wäre schön, wenn wir auch was machen könnten, was 600 Jahre hält. Und ich bin aber nicht so sicher, ob unsere Leime dann irgendwie 600 Jahre halten. Deswegen haben wir eine Konstruktion entwickelt, die komplett auf Leim verzichtet und nur mit Vollholz und Nägeln und Schrauben arbeitet. Und was muss die Konstruktion können? Die muss diese Natursteinwände stabilisieren, also muss irgendwie eine Scheibe ausbilden, gleichzeitig Tragwerk sein und von da nach da spannen. Und dann haben sie eine super trockene Raumakustik in der Kirche gehabt und deswegen hat man da viele Aufnahmen gemacht. Die Musikhochschule hat da viel drin geprobt, Konzerte aufgeführt und die wollten unbedingt wieder ihre gute trockene Akustik haben. Und da aus den Vorgaben haben wir das Tragwerk entwickelt, gekreuzte Bretter, die dann eine Scheibe ausbilden können, miteinander vernagelt sind. Und in der Tiefe dieser Kreuzung gibt es dann eine absorbierende, reflektierende Flächen, um eine gute Akustik generieren zu können. Und eigentlich haben wir da ganz wenig gemacht, also die Emporen rausgenommen, hier mal so eine kleine Teeküche gemacht, da kann man hier eine Tafel aufbauen. Den später eingebauten Windfang haben wir auch wieder aufgebaut, da Empore drüber, auf dem dann die Orgel steht, Zugang zur Orgel, kleiner Lagerraum. Und das ist eigentlich die wesentliche Maßnahme, das Verlagern der Stufe in den Hauptkirchenraum, so dass der Abendmahlstisch, heißt er bei den reformierten Evangelischen, so stehen kann, dass man ihn eigentlich aus dem ganzen Kirchenraum sieht. Und also was mich total begeistert hat eigentlich an dieser gotischen, an dem gotischen Kirchlein, war, wie sparsam das gemacht war. Ja, also wann immer das möglich war, die Materialstärke beim Naturstein zu reduzieren, dann haben die das gemacht. Die haben jetzt nicht einfach schematisch das von oben bis unten in der einer Stärke durchgezogen, sondern ist klar, weil wenn man das alles selber auftragen muss, dann als Person, dann macht man das möglichst sparsam. Und da können wir, glaube ich, auch ganz viel lernen, wie wir wirklich materialsparend mit unseren Konstruktionen umgehen. Und dann ist das jetzt der total klassische Dachstuhl mit Pfetten, Stützen, Bügen und Sparren drauf und sogar die Diagonalaussteifung, Windrissenbänder sind aus Holz und Schrauben. Und so sah das im Inneren während der Sanierung aus. Der Naturstein hat natürlich auch gelitten, da wo die Emporen waren, waren die größten Brandlasten, da waren die so teilweise so zerstört, dass wir sie austauschen mussten. In anderen Bereichen waren sie noch tragfähig und haben wir dann einfach mit so Putz und Steinersatz die ursprüngliche Geometrie wiederhergestellt und weite Bereiche waren aber auch komplett so, dass wir sie wieder verwenden konnten. Und da oben ist dann schon unsere gekreuzte Holzstruktur eingesetzt. Und damit es am Schluss einen schönen Raum gibt, haben wir das dann mit einer Kalkschlemme einheitlich gefasst, aber so, dass man, wenn man genau schaut, auch sieht, was sind Stützen, die neu sind, die einfach nur ausgebessert wurden oder die historisch sind. Aber das sieht man erst auf den zweiten Blick. Erstmal geht man rein und hat eigentlich einen schönen einheitlichen Raumeindruck. Und da steht die Schwester von Martin Rauch und schleift gerade den Lehmboden. Das war eine wichtige, da haben wir ewig drüber diskutiert, was machen für einen Boden. Einen, den die Kirche bauphysikalisch sozusagen verträgt und auch der sich so verhält, wie sie das kennt. Also jetzt keine Betonplatte reinlegen, weil dann konzentriert sich die ganze Feuchte sozusagen auf die Fundamente und die Stützen und dann kriegt man hier Ausblühungen und so weiter, sondern einen, der auch dampfdiffusionsoffen ist. Und dann haben wir ein bisschen was von den später mal im 19. Jahrhundert eingebauten Natursteinplatten kombiniert mit dem Lehmboden und die Sachen gehen eigentlich auch wunderbar zusammen. Und da sind jetzt die Fenster wieder eingebaut. Okay, dann mal schnell zurück. An dem Tag, da war das so toll, da waren die noch nicht eingebaut. Und dann sind wir alle, die ganzen Lehmbauer und die bis dann da gestanden und haben überlegt, ob es nicht auch ginge, dass man die Fenster nicht mehr einbaut. Weil da waren Bäume dahinter, so grün, das war wie in so einer englischen Kathedrale, wo so der Rasen drin ist und eigentlich nur so das Gerippe steht. War schön, aber ich habe es mir nicht getraut, meinem Bauherrn vorzuschlagen. Uns geht so auch. Ja. Das ist ein Blick in die Gegenrichtung und das hat man vorhin gesehen, das Fenster war zerstört und dann hat uns der Denkmalschutz gesagt, also ihr könnt da selber was entwerfen, wie man das Maßwerk wiederherstellt. Es hätte zwar alle Pläne gegeben, aber das muss nicht sein. Und ein Barockbaumeister hätte auch auf keinen Fall das gotische Maßwerk nachgebaut, also überlegt euch selber was und dann haben wir sozusagen als Zitat unserer Holzkonstruktion dann eine Natursteinkonstruktion gemacht.
Und zwar ganz genauso, wie die EIDE konstruktiv ist, und da lernt man ja bei jedem Projekt was, das ist ja das Schöne an unserem Beruf, habe ich vorher nicht gewusst, die funktionieren so, dass hier Flachstähle von da nach da durchgespannt sind und diese schlanken Lisenen sind eigentlich aufeinander gestapelte einzelne Steine. Also der geht bis dahin und dann hat er eine Fuge, dann geht das Band durch und das sind lauter einzelne Steine. Und genauso haben wir es auch gemacht, allerdings hat unser Steinmetz das nicht mit der Hand geklopft, sondern mit der CNC-Fräse gefräst. Aber es hat dann trotzdem funktioniert und ist eigentlich konstruktiv genau das gleiche wie die alten historischen 600 Jahre alten Fenster. Und Orgel ist ja, das war St. Martha vorher, vor dem Brand, also Richtung Orgel geschaut. Dahinter ist dieses schöne Fenster. Und für Glocken und für Orgel kriegt man immer ganz schnell Geld, wenn irgendwas passiert. Also das ist das Einfachste sozusagen. Das heißt, die haben, während sie den Wettbewerb gemacht haben, schon das Geld für die Orgel gehabt und haben die Orgel gleich beauftragt und haben den Orgelbauer mit dem Remake sozusagen dieser Orgel beauftragt. Und dann sind wir in die Diskussion mit ihm eingetreten, die passt nicht so richtig gut und irgendwie war es schön, wenn wir so ein bisschen Licht über das Fenster, nachdem wir es jetzt wiederentdeckt haben, reinbringen könnte. Und dann haben wir mit dem gemeinsam die Orgel entwickelt. Und am Schluss war er total happy und total stolz auf seine Orgel. Die ist zweigeschossig, da gibt es in der Treppe, wo man nach oben geht und das ist eigentlich echt eine ziemlich coole Orgel geworden. Und dahinter, die steht dann abgerückt von der Wand und dann, wenn man jetzt so seitlich steht, sieht man auch das Fenster und da schleicht halt das Licht vorbei. Ja, und so schaut es von außen aus. Ganz bescheiden im Hintergrund. Sonst, wenn ihr noch Zeit habt, dann schließe ich es mit einer, habe mit einer Scheune begonnen und höre mit einer Scheune auf. Der Bauherr ist wieder ein Bauer, aber ein ziemlich kurioser Bauer, kultivierter Bauer, dem sein Vater hat mit dem anderen Bauherrn von uns, über den ist der Kontakt zustande gekommen, ein großes Kunstwerk auf seiner Wiesen da im Hintergrund, da ist das Isartal und da hinten sind die Alpen und das Kunstwerk dahingestellt, also der ist irgendwie ganz lässig drauf und der wollte, dass wir für ihn eine Maschinenhalle, also eine große Scheune bauen. Da gibt es schon eine Bestandsscheune und daneben sollten wir die bauen. Und ist ja erstmal eine super simple Geschichte, 6 Meter Raster und da soll drin Maschinen stehen, Hackschnitzel sollen gelagert werden können und so weiter. Und aber, wenn jetzt irgendwie seine Nachkommen dann vielleicht doch nicht Bauern werden wollen, dann sollte es auch irgendwie möglich sein, dass man das in so eine Kunstscheune umwandelt. Und deswegen haben wir von Anfang an quasi überlegt, wir brauchen eine Konstruktion, wo man eine zweite Ebene erzielen kann, dass man das dann richtig ausnutzen kann. Und das war quasi die erste Skizze zum Tragwerk auch. So haben wir es dann weiterentwickelt und am Schluss auch gebaut. Und damit es für uns ein bisschen spannend ist, haben wir gesagt, also natürlich muss das erstmal, macht man das mit seinem eigenen Holz. Ja, und der hat einen super Waldbestand, hat das Holz eingeschnitten, Mondphasen, zur richtigen Mondphase eingeschlagen, hat es dann sogar also total perfekt, also kannte ich vorher gar nicht, mit den Gipfeln nach unten am Hang hingelegt, sodass das da richtig entwässert und so weiter. Wenn ich das meinen Professorenkollegen an der TU verzeihe, dann wäre der immer schief angeschaut. Aber ich habe noch nie erlebt, wir haben öfter so Partner sozusagen, die so arbeiten, dass das schief gegangen war. Das war immer perfekte Qualität und ich glaube, es liegt daran, dass Leute, die so mit dem Holz arbeiten, sowieso ganz anders mit dem Material umgehen und das viel behutsamer sind und viel sorgfältiger sind und das nicht einfach so industriell durchhauen. Und vielleicht ist das der Hintergrund, auch wenn es keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür gibt. Na, egal wie, also das eigene Holz verwenden, ins paar Kilometer entfernte Sägewerk fahren, dort einschneiden, alles mit Vollholz machen, kein Leimholz. Und dann versuchen wir, oder haben wir versucht und haben es auch geschafft, die Verbindungen so zu machen, dass wir auch komplett auf Schrauben und Nägel verzichten, nicht komplett, aber überwiegend verzichten können. Und dann schaut zum Beispiel so ein Punkt, wo hier die 5 Hölzer zusammenkommen, so aus. Und dann ist es schaut jetzt erstmal total einfach aus auf den ersten Blick, aber es ist dann doch schon ein bisschen, steckt ein bisschen Hirnschmalz drin. Erstmal ist der einfach quasi durch die Last, die drauf ist, überdrückt. Da geht ja auch kein Holz durch, sondern die treffen sich alle an einem Punkt und sind so gemacht, dass Hirnholz auf Hirnholz sozusagen die Kraft überträgt, die Fläche auf die, die auf die, die steht da oben drauf und so geht es eigentlich jetzt durchs ganze Haus oder durch die ganze Scheune. Das ist das Vollholz und dann wollten wir natürlich keiner solche Verbindungen halt mit der Hand abbinden, oder? Das gibt es nicht mehr, sage ich jetzt mal, bei uns zumindest. Also wird das alles CNC-mäßig abgebunden und dann haben wir die Details auch so entwickelt, dass man sie eben auch mit der CNC-Fräse wirklich abbinden kann.
Und da haben auch vorher alle gesagt, das klappt nie mit Vollholz und CNC, das geht alles schief. Und dann hat es dann doch funktioniert. Wir haben einen super engagierten Zimmerer gehabt, der hat die, nachdem die ein halbes Jahr abgelagert waren im Sägewerk, hat er jedes einzelne Ding aufgemessen, hat das eingegeben in sein Abbundprogramm, hat nur 0,4 mm Luft für die Verbindungen vorgesehen. Und das war dann auch ziemlich lässig, wie diese präzisen CNC-Verbindungen im Kontrast zum sägerauen Holz. Und hat er super zusammengepasst. Da liegen ein paar Streben abgebunden. Und auch so ein Punkt ist ohne Metall. Da gibt es so eine kleine Stahlbetonnase sozusagen. Da steht das drauf und ist da nochmal miteinander verbunden. Und dann ab und zu haben wir einen Eichenholznagel eingesetzt. Und der obere Punkt schaut so aus. Ähnliches Prinzip. Schaut wie so ein klassisches Fachwerk aus, aber es steckt doch ein bisschen mehr dahinter, als man auf den ersten Blick sieht. So steht es in der Landschaft. Links und rechts großes Vordach. Innenräumlich ist es so. Und was auch sehr cool ist an dem Projekt, da waren zum Richtfest, war das ganze Dorf da. Da fahren ja dann ein halbes Jahr alle vorbei und sind natürlich alle neugierig. Ja, und dann waren sie alle da und fanden die Halle super. Und jetzt sind alle Feste in der Halle. Also Frühschoppen der Blaskapelle und die Theatergruppe hat schon einmal Aufführung gemacht. Jetzt kriegen wir schon Ärger mit der Gemeinde, weil das ja natürlich nicht als Veranstaltungsraum, sondern als Maschinenhalle privilegierte Maßnahme im Außenbereich zu genehmigt worden ist. Da gibt es schon mal ein Stahlteil. Aber ansonsten sind wir da ziemlich weit gekommen. Oben drauf liegt der PV-Anlage und er produziert noch richtig viel Strom für sich und die umliegenden Anwohner. Gut, dann habe ich es fast. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind mit unseren Einfachbauernhäusern bis jetzt noch in der Gebäudeklasse 3. Mit dem Projekt versuchen wir in die Gebäudeklasse 4 zu kommen. Das ist studentisches Wohnen auf dem Campus der TU in Garching. Und ganz anders, als wir das bei den Forschungshäusern in Bad Aibling gemacht haben, wollen wir es da so machen, dass jeder Studierende oder jede Studierende einmal in der Woche auf einer App gesagt kriegt, wie viel Strom sie verbrauchen und wie viel Heizungsenergie sie verbrauchen. Und dann schauen wir mal, ob dann Änderungen im Verhalten eintreten. Da bin ich echt total gespannt drauf. Und das ist natürlich eine schöne Versuchsanordnung. Es sind insgesamt 220 Wohnungen oder Studierende, die da wohnen können. Ist, glaube ich, super. Und im Hintergrund steht der Roger Bolzhauser, mit dem habe ich gemeinsam diese Ausstellung an der Akademie in Berlin gemacht. Kees Christiansen steht da neben ihm, die ratschen gerade miteinander. Und weil wir mit unseren Sachen nicht fertig waren, sind, haben wir nicht gewusst, was wir in den Katalog neu da sollen. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen ein Manifest, wie wir denken, dass wir in Zukunft bauen sollen. Und das ist das Manifest, erstmal so Bestandsaufnahme des Bauens, aber dann einfach 5 Punkte, die aus unserer Sicht wichtig sind. Den Flächenverbrauch bei allen Baumaßnahmen in der Stadt und auch auf dem Land reduzieren. Wir müssen uns mehr Dichte, mehr Höhe auch auf dem Land trauen, glaube ich. Dann, wir müssen den Gebäudebestand als Raum- und Materialressource begreifen. Wir müssen Materialien verwenden, die so wenig graue Energie wie möglich verbrauchen, einfach zu recyceln sind oder noch besser, die wieder in den Kreislauf der Natur zurückgeführt werden können. Natürlich ist es auch wichtig, dass wir Häuser bauen, die einen möglichst geringen Energieverbrauch im Betrieb haben, ist aber nicht das allein Seligmachende. Und dann müssen wir langlebige, robuste Häuser bauen, die einfach zu nutzen sind, die gemocht werden und dann haben sie die Gewährleistung, dass sie lang leben und dann bleiben sie auch erhalten. Und man sollte nur bauen, was man wirklich braucht. Und was brauchen wir wirklich? Das ist jetzt zum Einstieg in eine Diskussion. Die Seite habe ich vom Oliver Till von Kempe Till aus Rotterdam bekommen. Die bauen in ganz Europa ambitionierten Wohnungsbau, wie ich finde, und zum Beispiel in Deutschland, Belgien, Holland und Frankreich. Und damit in jedem Land die Mindestanforderungen eingehalten sind, muss er in Bremen eine über 40 cm starke Decke bauen, in Frankreich lange der 20 cm. Und die Trennwand in der Wohnung hat bei uns 125 mm und in Frankreich 50 mm. Da wohnen überall Menschen drin und das heißt ja auch nicht Leben wie Gott in Bremen, sondern Leben wie Gott in Frankreich, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, und wenn man dann auch noch anschaut, wo leben die glücklichsten Menschen, gibt es ja immer so Aufstellungen, oder wo sind die Leute am glücklichsten, da schaut die Reihung ganz anders aus. Also es kann nicht mit einem überhöhten Standard, den wir uns irgendwie
immer noch gönnen oder den wir für wahnsinnig wichtig halten, zusammenhängen. Und deswegen, man könnte da so einfach ansetzen, Ressourcen zu sparen, indem man sich einfach darauf einigt, oder muss ja nicht unbedingt das sein, aber da kann man eigentlich schon ein Drittel, ein Viertel oder auch die Hälfte von Ressourcen einsparen, indem man einfach mal darüber nachdenkt, ob wir das wirklich alles brauchen, womit wir uns tagtäglich umgeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber es spricht viel dagegen. Ja. Was kann man tun? Also ich merke das jetzt, also wir haben noch nie so viel Resonanz auf dem Projekt gehabt, wie auf dieses Einfachbauen. Und da habe ich gemerkt, also es trifft einen Nerv, nicht bloß von Kolleginnen und Kollegen, sondern auch von vielen Bauherren. Auch die großen Institutionellen, die haben sich das alles angeschaut. Wir haben da Symposium gemacht, da waren die, keine Ahnung, 20 Millionen Wohnungen versammelt im Raum. Und die haben wirklich ein Interesse dran. Wir müssen halt irgendwie den Sprung schaffen, einfach sozusagen uns auch dieses Regelwerk, dieses Irre, das wir im Hintergrund haben, so ein bisschen einzudämmen. Und da gibt es bei uns jetzt also, das heißt Gebäudetyp E, so eine Bestrebung, dass man gemeinsam mit einem Bauherrn vereinbaren kann, dass man die 3600 DIN-Normen einfach nicht anwenden muss. Man wendet einfach die Bayerische Bauordnung an. Alle Schutzziele sind in der Bayerischen Bauordnung definiert. Die hält man ein. Und das andere kann man vereinbaren, dass man das nicht einhält. Und dann hätte man auf einmal wieder mehr Möglichkeiten, was zu entwickeln. Also wir entwickeln ja Details, wenn man ganz ehrlich ist, nicht mehr so, dass man sagt, was ist das Problem und wie ist die Lösung, sondern da werden 5 Ordner aufgelegt und dann, was steht in der Norm, was steht in der, und dann versuchen meine Mitarbeiter ganz anstrengend, irgendwie diese Normen übereinander zu bringen. Und das ist ja eigentlich ein absurder Weg. Und das wäre super, wenn wir das schaffen würden, dass wir da wieder mehr Freiheiten haben. Aber es gibt das ganz große Bedürfnis bei allen. Letzte Woche habe ich eine Führung gemacht in Bad Aibling, und dann war der Bayerische Bauindustrieverband, und die kannten ja eigentlich schlecht auf mich zu sprechen sein, weil wir ja ganz viele von diesen Standardprodukten, die sie produzieren, nicht einsetzen wollen. Und nicht. Aber ganz im Gegenteil, da waren dann echt Unternehmer dabei, die haben so Betriebe gehabt von 25 bis 50 Leute, und die haben selber schon eine Arbeitsgruppe gegründet, wie man einfacher bauen kann, wie man diese blöden DIN-Normen umgeben kann. Und mit denen muss man einfach zusammenarbeiten. Ich glaube, da geht was. Die kennen. Hat jemand eine Frage? Traut sich nicht. Nee. Ja, dann reden wir weiter. Du hast mir vorhin gesagt, ihr seid jetzt eigentlich, also die Resonanz ist so groß, dass ihr mittlerweile mehrere Projekte in Planung habt. Ja. Gleichzeitig hast du gesagt, dass einige Projekte gestoppt sind, weil einfach die Baukosten so hoch geworden sind. Das heißt, das Interesse für diese Art des Bauens ist hoch, für diese Art ist wahrscheinlich ökonomisch schwierig geworden. Oder ist das... Ja, doch. Also das hat natürlich was miteinander zu tun, weil wir sind jetzt mit unseren Forschungshäusern da in Bad Aibling, die haben, der Mauerwerksbau hat 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gekostet, Kostengruppe 200 bis 700 brutto. Das war jetzt damals kein Sensationswert, aber ein relativ günstiger Wert, also im Münchner Umfeld. Und das ist natürlich interessant, wenn man mit den Methoden auch am Schluss günstiger bauen kann. Und eigentlich geht es ja darum, wie können wir überhaupt noch bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, ja. Und jetzt im Neubau, und ich bin ja der Meinung, dass wir gar nicht so viel Neubau brauchen, weil wir eigentlich die Flächen eigentlich haben, sozusagen. Wir müssten sie halt bloß irgendwie anders aufteilen, das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber wie auch immer. Und ich glaube, dass man diese Erkenntnisse aus dem Einfachbauen gut auf den Umbau übertragen kann. Zum Beispiel der Dämmbeton, mit dem jetzt nicht weiter irgendwie Riesenprojekte machen hat, aber im Umbau, glaube ich, ist das ein ziemlich cooles und leistungsfähiges Material. Und unser nächstes Forschungsprojekt heißt da einfach Umbauen. Also Umbauen allgemein? Einfach, ja, also wir werden uns schon wieder irgendwie auf den Wohnungsbau kaprizieren und haben da einen Partner,
Die Gebofag zum Beispiel, die ich vorhin gezeigt habe, die haben Bauten von der Gründerzeit bis jetzt. Und da suchen wir uns ein paar Projekte aus, die wir dann auch wirklich umbauen wollen, um mal wieder ein gebautes Beispiel zu zeigen. Weil ich glaube, ohne das gebaute Beispiel ist es echt schwierig. Also man muss halt, wenn man nur darüber spricht, passiert ganz wenig. Aber da gibt es was zum Anfassen, da gibt es was zum Anschauen. Und das ja, bewirkt ein bisschen was. Und ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass das, was du ja immer machst, dieses Nachmessen, Überprüfen, das ist ja auch wichtig, dass man Erkenntnis aus dem, was man gedacht hat, in der Realität dann irgendwie abfragt oder prüft. Ja, man behaupten kann man ja viel. Also ich meine, das ist ja im Prinzip ist das ja gebaute Selbstkritik sozusagen. Ja? Also wir haben für diese Schule in Diedorf 2016 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Und haben jetzt 2022 für die Forschungshäuser in Bad Aibling den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Allein das zeigt schon, dass es da ein Umdenken gibt. Also die DGNB, die ja auch so diese Platin, Gold und was weiß ich, Levels verteilt sozusagen, auch die ist total interessiert darüber. Wir sind in einem regen Austausch. Und also da gibt es schon so auch so einen Bewusstseinswandel, dass es mit immer mehr Technik und auch mit diesem Optimierungswahn, dass es vielleicht nicht zielführend ist. Also das ist überhaupt so eine allgemeine Erkenntnis bei mir. Ich glaube, ich habe es jetzt aufgegeben, zu versuchen, die Sachen zu optimieren. Sondern ich glaube, irgendwie, wenn man so ein robustes Mittel findet, das viel kann, nicht alles perfekt, aber vieles ziemlich gut, ich glaube, das ist viel effizienter und am Schluss viel vernünftiger, als immer das Letzte auszureißen. Weil die letzten 5-10%, die sind halt wahnsinnig aufwendig, eigentlich auf jeder Ebene.